Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu der Medienkonferenz des Aargauer Regierungsrat. Das heutige Thema ist Aargauer Lehrplan Volksschule. Wir werden das Resultat der Anhörung kommunizieren und wie es nachher entsprechend in dem Projekt weitergeht. Es ist folgender Ablauf vorgesehen. Der Landamme Alex Hürzler, Vorsteher vom BKS, wird eine Einführung machen, politische Einordnung. Dann wird der Projektleiter vom Aargauer Lehrplan Volksschule, Viktor Braun, den neuen Lehrplan und die vom Regierungsrat verabschiedete Stundentafel zeigen. Und der Christian Eberli, Leiter Abteilung Volksschule, wird nachher zum Sagen Einführung Lehrplan Französischunterricht an der Primarschule zu dem Aspekt informieren. Und der Alex Hürzler dann nach dem Schlusswort oder mit dem Schlusswort noch die Pflichtstundenzahl im Vergleich aufzeigen. Im Anschluss an die Referate haben wir wie immer für die Medienschaffenden die Möglichkeit, Fragen im Plenum zu stellen und anschliessend stehen alle Referenten noch für Einzelinterview und Statements zur Verfügung. Ich darf das Wort geben am Landamme Alex Hürzler. Ja, besten Dank, geschätzte Medienschaffende. Herzlichen Dank, dass Sie auf die 9 schon zu uns gekommen sind. Vielleicht wäre am 10 Spur anders Wetter gewesen, aber es hätte auch anders können sein. Herzlichen Dank, ich freue mich sehr. Dass ich heute Ihnen, aber auch der Aargauer Schule, der Aargauer Lehrerinnen und Lehrer, den Eltern und insbesondere natürlich auch den Schülerinnen und Schülern, den inskünftig ab dem Schuljahr 2020 geltenden Aargauer Lehrplan Volksschule darf präsentieren. Da ist ja ein mehrjähriger Prozess vorausgegangen, bis wir jetzt am heutigen Tag sind, wo Ihnen auch bekannt ist, wo wir auch schon verschiedene Gespräche auch miteinander gehabt haben. Der mehrjährige Prozess, der 2006 ausgelöst worden ist mit dem Bundesverfassungsartikel 62, wo das Schweizer Volk eben unter anderem auch beschlossen hat, dass wir gemeinsame harmonisierte Bildungsziele in der Schweiz sollen haben. Und dann ein weiterer Meilenstein 2010 ist dazu die Deutschschweizer EDK gegründet worden, wo mit dem Hauptprojektauftrag den Lehrplan 21, den Deutschschweizer Lehrplan, zu erschaffen. Und das ist der mehrjährige Prozess. Bei uns im Kanton Aargau ja dann noch eine Volksabstimmung, auch noch im Frühling 2017 stattgefunden. Und seitdem haben wir nachher ganz konkret daran arbeiten. Und den lange Prozess, den können wir heute präsentieren. Wie ich angedeutet habe, die Grundlage der Eckwerte, die wir zum Ausschaffen gehabt haben, von dem neuen Aargauer Lehrplan, sehen Sie hinter mir. Das ist der Bundesverfassungsartikel 62, dann aber eben auch die Basis von allen Deutschschweizer Lehrplänen ist der gemeinsame Lehrplan 21. Dann im Kanton Aargau, ganz wichtig, haben wir als Eckwert auch müssen setzen aufgrund von der finanziellen Ausgangslage vom Kanton Aargau, dass wir die Umsetzung im Aargau mit den bisher verfügbaren finanziellen Mitteln anpacken und einführen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig für uns, und das ist insbesondere dann nach der Volksabstimmung Frühling 2017, dass wir den Prozess, den definitiven Prozess mit dem Einarbeiten von Aargauer Spezialitäten auch und Aargauer Besonderheiten, dass wir den partizipativ machen mit der Interessengruppe, mit Anspruchsgruppen. Und dazu haben wir auch noch eine freiwillige Anhörung durchgeführt. Das waren also die Eckwerte zum Lehrplan. Und gleichzeitig haben wir auch die Fremdsprachenthematik für den Kanton Aargau jetzt auch national lösen. Dazu gibt es ja bereits Fremdsprachenunterricht, das Sprachengesetz vom Bund und die nationale Sprachenstrategie von der EDK 2004 ist die mal festgelegt worden, und dort dazu haben wir auch eine Anhörung gemacht, und dort dazu wollen wir ja auch zusätzlich Finanzen, indem wir einen Verpflichtungskredit beantragen beim Grossen Rat. Das sind Deckwerte gewesen, zum Teil Fremdsprachen. Wie sind wir vorgegangen? Ich habe es schon angedeutet, wir haben einen breit abgestützten Erarbeitungsprozess jetzt gestartet, wirklich seit dem Frühling 2007. Wir haben uns ganz bewusst, wie ich mehrmals schon gesagt habe, und da bin ich auch sehr froh, dass wir das weiterhin so machen, ganz bewusst einen sorgfältigen kantonalen Anpassungsprozess gemacht im Kanton Aargau, uns sehr bewusst Zeit gelassen. Und auch mit dem heutigen Tag haben wir jetzt noch 2 Jahre für die Umsetzungsphase. Sehr wichtig, dass wir das so aufgeleistet haben. Und durch den breiten
Erarbeitungsprozess, wo wir sehr viele runde Tische gemacht haben, Diskussionen geführt haben, nachher eine freiwillige Anhörung geführt haben. Dort ist auch sichergestellt, dass wir jetzt eine Vorlage präsentieren können, die selbstverständlich nicht ganz alle, aber sehr viele Anliegen abdecken kann und eben auch die Eckwerte, die ich Ihnen vorhin präsentiert habe, kann einhalten. Es ist halt so, aufgrund von der vorhandenen finanziellen und inhaltlichen, aber auch rechtlichen Ausgangslagen, aber auch mit unterschiedlichen Meinungsäußerungen von den verschiedenen Anspruchsgruppen liegt es auf der Hand, dass zwar viele, aber nicht alle Anliegen haben können aufgenommen werden. Wir sind aber sehr zufrieden mit dem Resultat, das wir jetzt können präsentieren. Und aus dem ganzen Prozess ist jetzt, wie ich antöne, eine Aargauer Version vom Deutsch-Schweizer Lehrplan 21 entstanden. Spezifische Anpassungen haben wir vorgenommen, da kommen wir anschließend darauf zurück. Und Sie sehen hinter mir die zwei entscheidenden Beschlüsse, die der Aargauer Regierungsrat vor wenigen Tagen gefällt hat, in seiner Kompetenz. Wir haben abschließend den Lehrplan, die Aargauer Version vom jetzt neuen Aargauer Lehrplan auf Schuljahr 2020/21 beschlossen. Gleichzeitig, und da warten auch alle drauf, die Stundentafeln für Primarstufen und Oberstufen, die hier dazugehört. Als zweite Entscheid haben wir beschlossen, dass wir eine Botschaft mit dem heutigen Tag, eine Botschaft zuhanden vom Grossen Rat verschicken. Der Grosse Rat wird als Berater im Herbst. Da geht es eben um die nationale Sprachenstrategie mit der zusätzlichen Finanzierung von Französischlektionen für unsere Primarschule. Auch hier kommen wir anschließend drauf. Was sind jetzt die wichtigsten Neuerungen, die unsere Schülerinnen und Schüler, aber ganz sicher eben auch die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer, auf Schuljahr 2020/21 werden erfahren? Da kurz zusammengefasst, wir gehen nachher noch auf ein paar Details ein. Viktor Braun vor allem, Projektleiter. An der Primarschule sind es die drei Punkte, die Sie sehen, nebst dem Französisch, wo wir jetzt wie alle anderen Kantone auch die zweite Fremdsprache bei uns Französisch ab der 5. Klasse machen, ist es auch, dass Textiles und technisches Gestalten neu ab der 1. Klasse kann geführt werden und muss angeboten werden. Das ist vorgezogen worden, das sehen Sie nachher auf den Stundentafeln. Und auch das Fach Medien und Informatik, wo national auf allen Stufen und in allen Berufsfeldern auch ganz wichtig wird, das wird bereits im Kanton Aargau ab der 5. Klasse wird das zu einem Pflichtfach, auch das sehen Sie anschliessend. Bei der Oberstufe gibt es drei Module, die national vom Deutsch-Schweizer Lehrplan vorgesehen sind, nämlich zwei, die auch eingeführt werden als einzelne Fächer, eigenständige Fächer. Einerseits Medien und Informatik wird weitergezogen auf der Oberstufe, dann aber ganz wichtig auch berufliche Orientierung. Also das sind die zwei Hauptthemen, die der Deutsch-Schweizer Lehrplan in allen Kantonen bringen. Als Aargauer Spezialität sicher, das sehen Sie anschliessend, auch das Modul politische Bildung, wo wir werden einführen, verpflichtend im Kanton Aargau. Dazu vielleicht noch zwei, drei Hinweise zu dieser Aargauer Spezialität. Also politische Bildung tun wir explizit inskünftig in der Oberstufe als eigenes Fach in einer Lektion in der dritten Oberstufe unterrichten. Selbstverständlich ist so, wie bei Medieninformatik und beruflicher Orientierung auch, gilt gleichzeitig auch für politische Bildung, dass man natürlich auch in den anderen Fächern, schon bereits auf der Primarstufe, einzelweise Elemente auch von politischer Bildung kann unterrichten und soll unterrichten, zum Beispiel im Fach Deutsch, zum Beispiel im Fach Räume, Zeit und Gesellschaften, aber auch bei Wirtschaft oder bei Ethik, Religionen kommen natürlich auch Elemente von politischer Bildung rein. Wir wollen aber nicht zuletzt aufgrund auch von der Anhörung und nicht zuletzt auch aufgrund von der zurzeit noch sistierten Staatskundeinitiative, die eingereicht worden ist 2010 im Kanton Aargau, wenn wir als Aargauer Spezialität im dritten Oberstufenjahr ein neues Fach politische Bildung für alle Schülerinnen und Schüler, Real, Sek und BEZ, verbindlich einführen. Das zu dem ersten Punkt. Dann der zweite Punkt, der bereits in der Anhörung bekannt war. Im Aargau tun wir die neuen Fachbereiche Natur und Technik mit Physik, Chemie, Biologie, Räume, mit Zeit und Gesellschaften, mit Geografie und Geschichte, und Wirtschaft, Arbeit, Haushalt, dort dazu insbesondere eben auch Hauswirtschaft, als Fachbereich in allen drei Leistungstypen anbieten. Die Lehrerinnen und Lehrer bzw. die Schulen vor Ort sind frei zu entscheiden,
ob sie die als Einzelfächer oder in Fachbereichen machen wollen. Da wird nachher auch noch eine weitere Ausführung dazu kommen. Und dann als weiteres markanter Hinweis, was ist neu aus 2020, ein markanter Ausbau von der Pflichtlektionen für die Schülerinnen und Schüler an der Realschule. Das ist im Kanton Aargau bis anhin enorm unterdurchschnittlich gewesen, national. Von der Finanzierung her können Sie davon ausgehen, dass es vorwiegend damit möglich geworden ist, indem wir heutige Wahlfächer zu Pflichtfächern machen. Das ist eben die Verpflichtung für die Schüler und Schüler jetzt da. Seitens der Schule sind die Fächer immer schon angeboten worden. Das meine Ausführungen zu den wichtigsten Neuerungen. Wir kommen jetzt zu den Details und dazu übergebe ich gerne das Wort dem stellvertretenden Leiter der Abteilung Volksschule und für uns den Mr. Lehrplan in den letzten Jahren, der Viktor Braun, Projektleiter Aargauer Lehrplan Volksschule. Danke, guten Morgen miteinander. Ich halte mich an zwei Bereiche. Einer sind die aargauischen Anpassungen im Lehrplan und das zweite ist der vor allem als Kernstück Stundentafel. Im Aargauer Lehrplan Volksschule haben wir 13 inhaltliche Anpassungen in einzelnen Lehrplanteilen vorgenommen. Zum Beispiel zum Gebrauch von der Mundart oder Hinweis zu ausserschulischen Angeboten. Wegen der Struktur von der Aargauer Schule und wegen kantonseigenen Gesetzes- oder Verordnungsvorlagen haben wir die Änderungen müssen einbauen. Davon sind vor allem zwei Broschüren betroffen vom Lehrplan, nämlich den Überblick und die Grundlagen. Alle Anpassungen, die Sie sehen, sind jeweils mit einem Kantonswappen gekennzeichnet. Man kann also auf den ersten Blick erkennen, was jetzt der Aargau geändert hat. Im Austausch mit den Anspruchs- und Interessengruppen sind in einigen Fachbereichslehrplänen auch inhaltliche Anpassungen vorgeschlagen worden. Und womöglich soll man an Aargauer Beispiel Inhalt erarbeiten. Auf dieser Folie sehen Sie so ein Beispiel aus der Oberstufe Räume, Zeiten, Gesellschaften, wo es darum geht, am Beispiel von der Entwicklung des Aargau, nämlich von der Landwirtschaft zum Industrie- und Technikkanton, das zu erarbeiten, das als Ziel vorgegeben ist. Weitere dieser Beispiele hat es bei Natur, Mensch und Gesellschaft, bei Wirtschaft, Arbeit, Haushalt, bei Ethik, Religion und Gemeinschaft und bei der Musik. Ich komme zu der Stundentafel Kindergarten und Primarschule. Ich habe Ihnen jeweils mit so einem Eyecatcher gezeigt, von was ich gerade rede. Die Unterrichtszeit im Kindergarten beträgt für die Kinder wie bisher im ersten und zweiten Kindergartenjahr 18 bis 22 Wochenlektionen. Da hat sich nichts geändert. Der Unterricht im Kindergarten orientiert sich stark am Entwicklungsstand der Kinder. Es werden darum keine Fächer unterrichtet, sondern Entwicklungsschwerpunkte aufgeführt im Lehrplan. Kindergartenkinder lehren wie bis jetzt spielend und erwerben sich so Wissen und Fertigkeiten als Vorbereitung aufs fachliche Lehren in der Primarschule. Kinder von der ersten und zweiten Klasse von der Primarschule haben neu 24 Pflichtlektionen. Bisher sind das 20 und 22 gewesen. Das ermöglicht sie jetzt allen Gemeinden, Blockzeitenunterricht einzuführen, wenn sie das wollen. Weil es aber schon heute rund 80% von allen Schulen gibt, die Blockzeiten haben, sind sich die allermeisten Kinder bereits gewöhnt, dass sie 24 Lektionen in die Schule gehen. Die Kinder kommen mehr Unterricht über in Deutsch, Mathematik, Natur, Mensch und Gesellschaft und Gestalten. Und mit der Stärkung vom MINT-Bereich, das sind die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und den überfachlichen Themen wie zum Beispiel Gesundheit, natürliche Umwelt, Wirtschaft, Konsum, Politik, Demokratie und Menschenrechte, wird mit dem Aargauer Lehrplan bereits ab der Primarschule reagiert auf die gesellschaftlichen Veränderungen. Als Aargauer Besonderheit findet wie bis jetzt in der ersten und zweiten Klasse der Primarschule Musikgrundschule statt. Das Fach Musik wird einmal als Musikunterricht mit der Klasse und einmal in der Musikgrundschule von Fachlehrpersonen in Lerngruppen unterrichtet.
So kann die musikalische Förderung bereits ab Schuleintritt optimal gefördert werden. An der Primarschule fängt jetzt neues Textilen und technische Gestalten mit 2 Wochenlektionen ab der 1. Klasse an. Da einberechnet sind auch Teilungslektionen. Eine der grössten Veränderungen betrifft die Einführung vom Fach Medien und Informatik. Das Fach wird in der 5. und in der 6. Klasse der Primarschule jeweils mit 1 Wochenlektion unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler erwerben sich grundlegende Kompetenzen, um Medien und Informatik verantwortungsvoll zu nutzen. Die Kenntnisse werden in separaten Lektionen aufgebaut, nämlich eben in Medien und Informatik. Aber sie müssen in allen anderen Unterrichtsfächern angewendet und vertieft werden. Das bedeutet, das Unterrichten von Medien und Informatik wird mit dem Aufgabe von allen Lehrpersonen. Der Französischunterricht fällt neu ab der 5. statt ab der 6. Klasse mit je 3 Lektionen an. Zu diesem Thema erfahren Sie später noch vom Abteilungsleiter etwas. An der Primarschule sind die 1. und 2. Klasse sowie die 3. und 4. und die 5. und 6. mit jeweils gleich vielen Pflichtlektionen ausgestattet worden pro Woche. Diese Anpassung erleichtert vor allem kleinen Schulen die Organisation des mehrklassigen Unterrichts. Wir kommen jetzt zur Stundentafel der Oberstufe. Die Stundentafel von diesen 3 Leistungszügen, Real-, Sek- und Bezirksschule, weisen neu praktisch die gleiche Anzahl Lektionen und die gleichen Fächer aus. Hier sehen Sie die umrahmten Beispiele Mathematik oder Deutsch oder auch Total. Auch an der Oberstufe ist die Anzahl an Pflichtlektionen an allen 3 Stufen grösser als bis jetzt. Bei der Bezirksschule und der Sekundarschule sind das nur wenige Lektionen. Bei der Realschule sind es mit 15 Lektionen massiv. Realschülerinnen und Realschüler erhalten mit den neuen Stundentafeln mehr Pflichtlektionen und mit dem auch mehr Zeit zum Lehren. Und die Angleichung der Stundentafeln zwischen diesen Leistungszügen unterstützt auch den Wechsel zwischen den Stufen. Die unterschiedlichen Leistungsanforderungen an der Real-, Sek- und Bezirksschule bleiben trotz fast gleicher Fächer, aber unterschiedlich. Bezirksschülerinnen und Schüler lernen nicht nur schneller, sondern auch mehr in der gleichen Zeit. Sie erreichen dadurch in den einzelnen Kompetenzstufen des Lehrplans ein höheres Niveau als ihre Kolleginnen und Kollegen von der Sek und der Real. Trotz Mehrpflichtlektionen steht den Schülerinnen und Schülern ein vielfältiges Wahlpflicht- und Wahlfachangebot zur Verfügung. Das Wahlfachangebot ist zwar leicht reduziert worden, ist aber immer noch vielfältig und auch im interkantonalen Vergleich sehr grosszügig. Alle Fächer, die hier nicht fett gedruckt sind, sind Wahlpflicht- bzw. Wahlfächer, also Italienisch, Latein, geometrisch-technisches Zeichnen, Chor, Projekte und Recherchen. Das Freifach Lokal kann an der 2. und 3. Klasse der Oberstufe angeboten werden. Die Schule legt den Inhalt von Freifach Lokal selber fest. Er muss einfach einen Bezug haben zum Lehrplan. Das könnte zum Beispiel Angebote sein aus Informatik, aus naturkundlichen Praktika, aus handwerklichen Fächern, es kann aber auch Schultheater sein oder Ähnliches. Die Wahlmöglichkeit im letzten Schuljahr ist am grössten. Mit der Wahlpflicht und den Wahlfächern können Schülerinnen und Schüler ihre Neigungen und Talente weiterentwickeln oder sich gezielt auf den erfolgreichen Einstieg in einen Beruf oder in eine weiterführende Schule vorbereiten. Neu sind Englisch und Französisch auch für alle Realschülerinnen und Realschüler im 1. und 2. Schuljahr Pflichtfächer. Im 3. Schuljahr sind die beiden Fremdsprachen Teil von einem Wahlpflichtangebot.
Fächerpalette von der Bezirksschule orientiert sich am dualen Auftrag. Sie muss einerseits den Anschluss an Maturitätsschulen gewährleisten und andererseits den erfolgreichen Einstieg in anspruchsvolle Berufslehre. Darum unterscheidet sie sich auch in zwei Punkten von den anderen beiden Leistungszügen. Latein wird nur an der Bezirksschule angeboten und die Anzahl der Musiklektionen ist höher als in der Real- und der Sekundarschule. Auch in der Oberstufe gibt es neue Fächer. Als einziger Kanton, wie schon gehört, in der Deutschschweiz führt der Aargau im dritten Oberstufenjahr mit einer Lektion pro Woche das Pflichtfach politische Bildung ein. Mit dem soll das Verständnis der politischen Zusammenhänge und Prozesse gefördert werden, die für die Jugendlichen mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt. Neu wird aber auch die berufliche Orientierung in der zweiten Klasse an allen Oberstufentypen im Umfang von einer Wochenlektion erteilt. Ab der zweiten Klasse der Oberstufe erfolgen in der Regel die ersten Weichenstellungen im Hinblick auf weitere Ausbildungswege nach der Volksschule. Und Medien und Informatik ist in der ersten und dritten Klasse Pflichtfach. Mit dem wird der Aufbau von dem Fach von der Primarschule her weitergeführt. Auch an der Oberstufe sollen die Anwendungen von digitalen Medien in allen Fächern geübt werden. Natur und Technik, eben mit Physik, Chemie, Biologie, Wirtschaft, Arbeit, Haushalt, mit Hauswirtschaft, Räume, Zeiten, Gesellschaften, mit Geografie, Geschichte und Ethik, Religion und Gemeinschaft, mit Lebenskunde, das sind neue Fachbezeichnungen an der Oberstufe. Diese Fächer können unterrichtet werden, indem das eine Lehrperson von der neurechtlichen Ausbildung zum Beispiel macht, oder man kann sie auch aufteilen in einzelne Fächer. Die Schule selber entscheidet vor Ort, wie sie das haben will. Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler die vorgegebenen Bildungsziele in allen Fächern erreichen. Und mit dem gebe ich über an den Abteilungsleiter. Danke vielmals, geschätzte Damen und Herren, schönen guten Morgen. Sie haben es können sehen, die Stundentafel von der Primarschule, dass ab dem Schuljahr 2020/21 der Französischunterricht im Kanton Aargau neu ab der 5. Klasse und nicht mehr erst ab der 6. Klasse anfangen wird. Damit setzen wir im Aargau Sprachengesetz vom Bund, wie auch die Artikel von der Bundesverfassung zu der Harmonisierung von der Bildungsstufe in der Volksschule im Französisch um. Das Sprachengesetz gibt vor, dass alle Schülerinnen und Schüler am Ende der Volksschule über Kompetenzen in mindestens zwei Landessprachen und einer weiteren Fremdsprache verfügen müssen. In der Schweiz ist das Gesetz föderal umgesetzt, das heisst, jeder Kanton macht es ein bisschen anders. Der gemeinsame Nenner hat aber die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren im Jahr 2004 festgelegt. Die sogenannte nationale Strategie zum Sprachenunterricht hält fest, dass die erste Fremdsprache spätestens ab der 3. Klasse von der Primarschule erteilt werden muss und dass spätestens ab der 5. Klasse der Unterricht in einer zweiten Fremdsprache anfangen muss. Und eine von diesen beiden Sprachen muss eine Landessprache sein. Bekanntlich fängt ja im Kanton Aargau in der 3. Klasse mit Englisch an und fährt jetzt neu in der 5. Klasse mit Französisch weiter. Damit orientiert sich der Aargau stärker am Wirtschaftsstandort Zürich und ein bisschen weniger am Bildungsraum Nordwestschweiz. Der Französischunterricht an der Primarschule ist mit je 3 Lektionen in der 5. und 6. Klasse dotiert und er schafft damit aus unserer Sicht ganz gute Voraussetzungen für den Lernerfolg, auch dann an der Oberstufe in der Landessprache. Zu der Umsetzung der nationalen Strategie müssen im Aargau zusätzlich 2 Französischlektionen in der Primarstundentafel aufgenommen, zusätzlich finanziert und auch die daraus resultierenden Kosten müssen vom Grossen Rat noch im Herbst beschlossen werden. Die 2 Lektionen Französisch kosten rund 3 Millionen Franken pro Jahr, wobei Gemeinden 35% davon tragen müssen.
Die Einführung vom Aargauer Lehrplan mit der Stundentafel und dem Französisch ab der 5. Klasse fängt an allen Kindergärten und für alle Klassen an der Primarschule mit dem Schuljahr 2020 an. An der Oberstufe fängt die Einführung ebenfalls mit dem Schuljahr 2020 an, aber nur für die ersten Klassen und dann ein Jahr bzw. zwei Jahre später einlaufend an der zweiten bzw. an der dritten Oberstufenklasse. Bis es aber soweit ist, gibt es für die Schulen und für das Bildungsdepartement noch einiges zu tun. Beispielsweise müssen die Lehrpersonen zusammen mit den Schulleitenden überlegen, welche Fächer sie vom neuen Lehrplan unterrichten wollen. Das gilt besonders für die neuen Fächer wie Medien in Informatik oder berufliche Orientierung. Da muss auch an den Schulen geschaut werden, ob die Schule oder auch einzelne Lehrpersonen noch Weiterbildungsbedarf haben. Zur Beantwortung von solchen Fragen stehen den Schulen Weiterbildungsberaterinnen und Berater von der Pädagogischen Hochschule, von der Fachhochschule Nordwestschweiz, zur Seite. Sie unterstützen die Schulleitung in der Planung und Steuerung der schulinternen Weiterbildungen. Dazu können Lehrpersonen und Schulleitung von einer breiten Palette von Weiterbildungsformaten und Inhalten profitieren. In der Leistungsvereinbarung zwischen dem Bildungsdepartement BKS und der Pädagogischen Hochschule sind dafür rund 10 Millionen Franken in den folgenden Jahren eingestellt worden, pro Jahr. Zusätzlich können die Schulen für den Bereich Medien und Informatik das Angebot von der Beratungsstelle Digitale Medien in Schulen und Unterricht in Medias von der Pädagogischen Hochschule in Anspruch nehmen. Damit Schulen bessere Möglichkeiten zur Organisation und zur Durchführung von ihrer Weiterbildung haben, hat ihnen das Departement BKS 4 schulfreie Weiterbildungstage bewilligt, wo sie über 3 Jahre verteilt einsetzen können. Daneben haben die Schulen weitere Fragen zu klären, zum Beispiel haben wir die richtigen Schulräume mit der notwendigen Infrastruktur oder welche Lehrmittel, Lernmedien oder elektronische Geräte brauchen wir noch und. Dafür, zur Beantwortung von diesen Fragen, stehen schon ein paar Informationen zur Verfügung. Sie sehen es hier auf der Folie. Und es werden natürlich auch weitere Hilfestellungen erarbeitet werden. So zum Beispiel zur Beantwortung von der Schulraum- und Infrastrukturfragen sind wir zurzeit dran, Empfehlungen auszuarbeiten, die den Schulen nach der Sommerferien zur Verfügung stehen. Das Lehrmittelverzeichnis mit obligatorischen und empfohlenen Lehrmitteln wird auch vom Departement laufend überprüft, angepasst und aktualisiert. Auch die zukünftigen neuen Lehrmittel sind bereits aufgeführt, sofern sie bekannt sind, damit auch die Schulen in diesem Bereich Gemeinden längerfristig planen können. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Aargauer Lehrplan Volksschule müssen weitere Verordnungen und auch Instrumente angepasst werden. Dabei handelt es sich vor allem um inhaltliche und terminologische Anpassungen. Unter anderem muss Promotionsverordnung geändert werden. Es muss festgelegt werden, welche Fächer zum Beispiel für eine Klassenwiederholung zählen sollen oder für den Übertritt in eine Mittelschule. Dann müssen wir natürlich auch Zeugnisse und Zwischenberichte oder auch das von der Schule verwendete Lehreroffice anpassen an die neuen Fachbezeichnungen mit den neuen Fächern und den neuen Fachbereichen. Das alles gilt für die Lehrerinnen und Lehrer, für die Schulleiterinnen und Schulleiter und für die Mitarbeiter vom Bildungsdepartement jetzt anzupacken. Dank dem heute vorliegenden und beschlossenen Aargauer Lehrplan Volksschule samt der Stundentafel für die Primarschule und für die Oberstufe haben jetzt alle Betroffenen und Beteiligten eine gute Planungsgrundlage und auch noch ein bisschen Zeit, um sich seriös auf die Einführung vom Lehrplan ab dem Sommer 2020 vorzubereiten. Und auch nach der Einführung ab 2020 braucht es weitere 2 bis 3 oder vielleicht noch mehr Jahre, bis der Aargauer Lehrplan vollständig umgesetzt sein wird, denn eine solche Veränderung lässt sich nicht von einem Tag auf den anderen umsetzen. Gern gebe ich Schlusswort an Departementsvorsteher. Ja, merci vielmals. Der Lehrplan, der steht ab heute, jetzt ab sofort, ich hoffe es hat geklappt, auch unter www.lehrplan.ch
jetzt abrufbar um. Also sie können sämtliche Kompetenzstufen mit allen Aargauer Anpassungen, den Aargauer Webling anschauen. Sie können aber selbstverständlich auch die Stundentafeln abrufen. Es ist ja so, dass ja bereits die anderen 20 Kantone haben ihre alle bereits beschlossen. Also mit dem heutigen Tag sind jetzt alle 21 Kantone abrufbar auf dieser Homepage. Und da können Sie auch einen Vergleich machen, allenfalls, wenn Sie das wollen, was für Unterschiede, Spezialitäten in den einzelnen Kantonen stattfinden. Also ab heute abrufbar. Und neu wird der Aargauer Lehrplan Volksschule ausschließlich digital abrufbar sein. Es wird also kein Ordner mehr zu, das sind ja sehr viele Seiten, bis anhin sind es auch sehr viele Seiten gewesen, es waren auch verschiedenste Lehrpläne gewesen, für Kindergarten, Primarstufe, Oberstufe, drei verschiedene sogar. Das ist jetzt noch ein grosses Paket, das aber digital abrufbar ist. Es werden also kein Ordner mehr verschickt, selbstverständlich können alle Lehrerinnen und Lehrer oder Schulen für sich dann in ihren Fachbereichen, in ihren Stufen, dann die entsprechenden Bereiche ausdrucken, die für sie relevant sind, wenn sie das möchten. Aber die Schule schreitet durch das auch in die digitale Zukunft. Also von dem her gibt es heute auch nicht zum Präsentieren einen dicken Ordner, sondern bitte sie das auch digital zu machen. Jetzt noch zum Vergleich. Zum Schluss noch zum Vergleich. Wo steht der Kanton Aargau mit der Umsetzung des neuen Aargauer Lehrplans interkantonal? Und da sehen Sie, auf dieser Zusammenstellung, ich komme jetzt zuerst zur Stundentafel Primarschule. Primarschule sehen Sie, also heute haben aktuell unsere Schülerinnen und Schüler zwischen der 1. und 6. Klasse 156 Pflichtlektionen pro Woche. Das steigt jetzt neu auf 162, also 6 mehr als bis anhin. Sie haben es aber schon rausgehört, dass in diesen Gemeinden, und das sind viele Gemeinden, die schon Blockzeiten anbieten, dass es zum Teil nicht den Unterschied gibt, weil mit Blockzeiten haben sie das bereits in die Richtung gemacht, aber das wird also eine Erhöhung sein an Pflichtlektionen. Wenn Sie das vergleichen mit der nächsten Spalte, Durchschnitt von der DEDK, Deutschschweizer EDK, Erziehungsdirektorenkonferenz, EDK-Abkürzung, also von der Deutschschweizer Kantone ist der Durchschnitt 167. Sie sehen, dass der Kanton Aargau weiterhin unterdurchschnittlich ist, im nationalen Vergleich, aber es ist gegenüber heute ist eine Erhöhung. Und die weitere Spalte, die Sie dort noch sehen, oder Kolonne, das ist Richtwert 169. Was ist der Richtwert? Sie sehen das auch, wie wir sie Ihnen abgegeben haben, das Text auch. Der Richtwert ist festgelegt worden, ursprünglich für die Lehrplanentwickler. Man hat dann zumal festgelegt, wie viel der Richtwert in allen Fächern soll sein. Und man hat dann den Lehrplanentwickler mit auf den Weg gegeben, dass sie mit 80% von dem Richtwert die Kompetenzstufen und die Kompetenzen sollen festlegen. Also 80% von diesen Lektionenwert, von diesen 169, müssen auslängen, um alle Kompetenzen im Lehrplan zu erarbeiten. Selbstverständlich sind wir uns bewusst, je näher dass man an dem Richtwert ist, desto mehr Möglichkeiten sind es auch, was unsere Schülerinnen und Schüler dann wirklich auch möglichst hohe Kompetenzstufen können erreichen können. Auch, dass sie das noch können einschätzen können, verweise ich da eben auch auf den Text, den sie haben, in der Folie, die ihnen abgegeben worden ist, in der Pressemappe. Bei der Oberstufe sieht der Vergleich etwas ähnlich aus, aber schon nicht genau gleich, sondern insbesondere der nationale Vergleich sehen wir, dass dort der Aargau eher schon im Mittelwert drin ist. Dort haben Sie schon mehrfach herausgehört, dass insbesondere bei der Realschule eine markante Erhöhung der Pflichtlektionen stattfindet, von 82 auf 97. Es ist selbstverständlich so, dass heute nur in Einzelfällen wirklich Realschüler gegeben hat, die nur 82 Pflichtlektionen machen und sonst keinerlei Wahlfächer belegt haben. Aber grundsätzlich ist es heute möglich, mit 82 Stunden verteilt auf die drei Jahre durch die Realschule gehen. Also das ist verteilt auf die drei Jahre. Inskünftig sehen Sie jetzt grün, dass Realschule, Sekundarschule und Bezirksschule ähnlich grosse Pflichtlektionen hat. Bei der SEC und bei der WETZ ist das auch eine leichte Erhöhung, aber nicht in dem Ausmaß wie der Realschule. Im Deutschschweizer Vergleich sind wir hier annähernd ungefähr Richtung Mittelfeld, bewegen wir uns. Da sind wir bis anhin natürlich auch weit hinten gewesen.
Und auch hier sehen Sie noch den Richtwert für den Lehrplanentwickler. Auch hier haben wir festgelegt, dass mit 80% von dem Richtwert von 102 Lektionen alle Kompetenzen im Lehrplan können unterrichtet werden. Die Ausstattung von den 97 bis 99 Pflichtlektionen, die wir inskünftig unseren Schülerinnen und Schülern anbieten und verpflichten, reichen aufgrund von dem auch aus, um in allen drei Leistungszügen eben die Lehrplanziele Grundkompetenzen zu erreichen. Selbstverständlich wird, wir haben es gehört, gibt es nach wie vor grössere Angebote an Wahlfächer, Freifächer im Kanton Aargau, die können genutzt werden. Und darum wird es insbesondere auch in der Bezirksschule, wo das ja sehr bekannt ist, auch, dass das genutzt wird, deutlich höhere Zahlen geben, die die Schülerinnen und Schüler in die Schule gehen. Das sind die Pflichtlektionen, Minimumzahlen, die ich Ihnen hier präsentiere. Zum weiteren Vorgehen. Der Herbst wird das jetzt zur Sprachenstrategie wegen Frühfranzösisch, die zwei Lektionen, der Grosse Rat noch eine Verpflichtungskreditvorlage haben. In der Anhörung ist das weitgehend auf positives Echo gestossen. Dann gehen wir davon aus, dass das Parlament das so wird beschließen, darum wird der Regierungsrat auch so beantragen. Selbstverständlich wird es aber noch eine Diskussion müssen geben, der Kommission wie auch im Grossen Rat. Das sind, wie Sie gehört haben, 3 Millionen, wovon dort aufteilt 2/3 65% Kanton, 1/3 Gemeinden, wie das in allen anderen Fächern auch ist. Dann wird es darum gehen, wie Ihnen der Chef Volksschule aufgezeigt hat, dass wir diverse Verordnungsänderungen und Beurteilungsinstrumente, sprich Zeugnis, Promotionen, Thematik, werden noch müssen Anpassungen machen aufgrund jetzt von der festgelegten Stundentafeln und den Beschlüssen zum Lehrplan ab 2020. Das werden wir machen die nächsten 2 Jahre. In dieser Phase 18 bis 20 werden jetzt auch die Schulen vor allem gefordert sein, zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Weiterbildung zu machen, die Orientierungshilfen aufzuschaffen, die Eltern zu informieren, ihre Planung vor Ort zu machen, wenn sie in Fachgruppen in der Oberstufe, die in den Fachbereich arbeiten oder eben in Einzelfächer, um nur ein Beispiel zu nennen. Und auch die Lehrmittel, und das ist sehr grosse, tolle, positive, dass wir schrittweise sehr sorgfältig vorgegangen sind, werden wir auch überzeugt. Wir sind überzeugt, dass auch die Lehrmittel bis ins Jahr 2020 in den Fächern, wo sie heute noch nicht lehrplankompatibel sind, dass sie bis dann werden sein. In anderen Kantonen wird ja zum Teil seit 2015 bereits nach Lehrplan 21 unterrichtet. Und dann ab 2020 die gestaffelte Einführung, so wie Ihnen das der Christian Eberli gezeigt hat. Ich komme zur Schlussfolie. Geschätzte Medienschaffenden, mit dem Aargauer Lehrplan Volksschule ist die Schule Aargau gut gerüstet für die Zukunft. Und unsere Schülerinnen und Schüler sind vor allem gut gerüstet, damit sie den Herausforderungen, die die heutige Berufswelt und Gesellschaft eben an sich stellt, dass sie an die Volksschule gut vorbereitet sind. Selbstverständlich ist es nötig, dass auch nachher gute Bildungswege nach der Volksschule auch angeboten werden. Mit der Aargau verfügt jetzt mit dem Beschluss, den wir Ihnen heute präsentiert haben, über einen aktuellen, über einen modernen Lehrplan für Volksschule. Und dabei kann die besondere Struktur von der Aargauer Volksschule erhalten bleiben. Realschule, Sekundarschule und ganz wichtig Bezirksschule mit einem dualen Auftrag, der eben für das Gymnasium, aber eben auch für Berufslehre unsere Schülerinnen vorbereiten. Und als weiteres Element haben wir auch aargauische Inhalte und Spezialitäten, Besonderheiten können behalten und sogar zum Teil neu können aufnehmen in Aargauer Lehrplan. Und so damit wird ab dem Schuljahr 2020/21 auch im Aargau nach dem harmonisierten Lehrplan auf der Basis des Deutsch-Schweizer Lehrplan 21 unterrichtet. Ich bin sehr froh, dass wir den Weg so gewählt haben und möchte schließen mit dem Sprichwort Gut Ding will Weile haben. Danke für die Aufmerksamkeit. Besten Dank an Landammer Alex Hürzeler und der Herr Christian Eberli und Viktor Braun von der Abteilung Volksschule für die Ausführungen. Als nächster Punkt steht auf unserem Stundenplan oder Ablaufplan jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen an die drei Referenten im Plenum. Anschließend, wie gesagt, Einzelstatements und Interviews selbstverständlich ebenfalls möglich. Wem darf ich von den Medienschaffenden das Wort für Fragen geben? Herr Landor. Warum wird es an der Oberstufe gestaffelt geführt und nicht auch gerade alles aufs Mal?
Ja, also es wird gestaffelt eingeführt, weil sie ja zuerst mit Basis legen, damit sie aufbauen können. Und wir tun in der Oberstufe eben die Basis mit dem neuen Lehrplan in der ersten Klasse dann ab 20 aufbauen, damit sie dann eben kontinuierlich können weiterfahren können. Und es gibt auch, heute ist es so, dass gewisse Fächer in der ersten Klasse angeboten werden und in der zweiten nicht. Und und mit dem neuen Lehrplan ist es umgekehrt und dann würden die Fächer quasi zwischen die Latte fallen. Und darum ist es wichtig, dass man da wirklich staffelt. Ja, noch ein bisschen einfacher gesagt, in meinen Worten, auf die eintreten im 2020, die erste Oberstufe, die arbeiten bereits mit dem neuen Lehrplan. Und die dann aber in die zweite kommen und die schon dritte sind, die arbeiten nach einem alten Lehrplan und auch nach der alten Stundentafel. Also es läuft auf aus, man kann eigentlich sagen, es läuft aus. Es ist nur ein Einlauf, sondern es läuft aus. Die das erste Mal in 2020, also der Übertritt von der 6. die erste Oberstufe haben, die arbeiten durchgehend nachher mit dem neuen Aargauer Lehrplan. Und die anderen laufen es aus. Von dem her hätten wir auch auslaufend sagen, nur einlaufend. Ich möchte noch etwas ergänzen, was zu tun hat mit den Rahmenbedingungen. Wenn man denkt, was das Institut Weiterbildung und Beratung muss stemmen, mit der ganzen Aargauer Lehrerschaft sind wir froh um die Staffelung, dass wir auch zuerst Primarschule schwergewichtig und die erste Oberstufe und nachher erst die nächsten zwei Jahre kommen. Und auch die Lehrmittel. Also die Anschaffung für die Lehrmittel ist genauso für die Gemeinden eine bessere Staffelung möglich, weil wir tatsächlich bis zum Jahr 2023 haben, bis dann strukturell alles umgesetzt ist. Besten Dank. Weitere Fragen, Herr Deutschhausen? Es sind noch ganz schnell eine Frage wegen dem Staatskundefach. Ich persönlich finde das eine super Sache, aber ist die Idee eigentlich nicht gesehen, dass man die Lehrpläne harmoniert? Jetzt tun sie mit dem Umstellen vom Stundenplan ein Fach einführen, wo jetzt wieder nur im Aargau unterrichtet wird. Was ist da der Gedanke dahinter? Ja, ich bitte nachher vielleicht Victor Braun um auch Ergänzungen inhaltlicher Art, um noch in die Details zu gehen. Aber es ist selbstverständlich so, als politische Bildung, also die ganze Thematik, die eben unterrichtet werden müssen, im Lehrplan selbstverständlich enthalten ist. Also Sie sehen auch, Sie haben es in den Pressemappen innen auch, das Modul, das Aargauer Modul, politische Bildung, das sind also nicht neue Kompetenzen, die wir hier erfunden hatten, sondern die sind aus dem Lehrplan 21, also das heisst, die anderen Kantone unterrichten die auch, aber sie tun sie eben in einzelnen Fächern einbauen. Wir tun sie explizit in der dritten Oberstufe als Fach. Damit kommt natürlich das Fach eine völlig andere Gewichtung über, auch Präsenz gegenüber den Schülern und Eltern, aber auch ganz sicher gegenüber den Lehrpersonen. Und das ist eine Erkenntnis aus dem Prozess der letzten Jahre mit der Initiative zusammen, auch aus der Anhörung heraus wieder, als wir darüber überzeugt gelangt sind, wir wollen es explizit als einzelne Stunde ausweisen. Es war ja auch so, dass in dem Bereich sowieso Geschichte, Geografie, wo ein rechter Teil drin in den anderen Kantonen abgehandelt wird, auch klare Meinungsäußerungen der Anhörungen gekommen sind, dass man dort sowieso gesamtheitlich eine Lektion mehr sollte geben. Nicht nur 9, 3, 3, 3 auf 3 Jahre verteilt. Und so haben wir das explizit jetzt angeschrieben, auch mit dem expliziten fachpolitischen Bildung. So sind wir in beiden Märchen entgegengekommen. Aber von dem her tun wir inhaltlich nichts anderes machen, aber es wird sicher aufgrund von dem, was jetzt ein einzelnes Fach ist, in der dritten Oberstufe eine andere Gewichtung auch haben, eine andere Wahrnehmung haben. Und das sehe ich gleich wie Sie, und das unterstützt auch die Aargauer Regierung, dass das im Aargau auch so sein soll. Gibt es noch Ergänzungen, Fick? Nein, das ist perfekt erklärt. Dann gibt es nicht weiter. Note 6. Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, möchte ich ganz herzlich danken für das Interesse an dieser Medienkonferenz. Der offizielle Teil wäre jetzt geschlossen. Und wie gesagt, die drei Herren stehen jetzt Ihnen noch für Einzelinterviews und Statements zur Verfügung. Besten Dank, schönen Tag und eine trockene Heimkehr.